Im City Carré ging es am Dienstag wieder einmal um Fotografien, aber nicht irgendwelche Bilder, sondern die besten Pressefotos aus aller Welt, denn die World Press Fotoausstellung machte Halt in Magdeburg. Zu der Eröffnung waren deshalb auch einige Pressevertreter anwesend und auch der Oberbürgermeister Lutz Trümper gab sich die Ehre. Die Bilder, die ab sofort im Einkaufszentrum zu sehen sind, wurden ausgewählt, weil sie sich von den meisten Standardpressefotos abheben. Alle diese Fotos sind prämierte Fotos. Ja, das sind jeweils in verschiedenen Kategorien von Natur, Sport bis aktuellen Themen und so weiter, sind das die ersten bis dritten Preise. Unter allen prämierten Fotos wählt die Jury am Ende nochmal das sogenannte World Press Photo of the Year, das Weltpressefoto des Jahres. Und das ist jetzt wirklich der Oscar für die Fotografie. Dieser Preis gilt weltweit unter Fotografen als die höchste Auszeichnung, die man eigentlich erreichen kann. Und deshalb war die Eröffnung dieser Ausstellung auch etwas größer angelegt. Für die musikalische Untermalung konnte man zum Beispiel Manuel Richter gewinnen, der mit seinem Hit Die steten Dinge die Zuschauer anlocken sollte. Doch nun zurück zu den eigentlichen Fotos. Wie der Name es schon verrät, kommen die Bilder nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Und auch wenn es nicht unbedingt den Anschein macht, ist es für die Fotografen nicht irgendein Preis, sondern eine sehr hohe Auszeichnung. Wenn ich mir das Spektrum anschaue, hier sind alle Kontinente über die Bildinhalte vertreten. Hier sind alle wichtigen Fotografen weltweit vertreten mit ihren Fotos aus weit über 70.000 Bildern, die einer internationalen Jury vorlagen, sind etwa 170 ausgewählt worden, bepreist worden und die sind hier zu sehen in dieser Ausstellung. Das ist das Einmalige, das Besondere. Bevor wir aber zum ersten Preis kommen, haben wir uns auf der Ausstellung einmal umgesehen und ein paar Bilder ausgesucht, die direkt ins Auge fallen. So zum Beispiel den zweiten Preis in der Kategorie Natur, der Felsenpinguine beim Springen zeigt. Diese sind allein durch ihre Seltenheit besonders, aber leider auch vom Aussterben bedroht. Die meisten Werke der Ausstellung sind auch deshalb so prämiert, weil immer ein gesellschaftlicher Bezug dahinter steckt. Sei es Armut, Krieg oder auch Positives wie Lebensfreude oder Natur. Auch der Organisator Volkmar Röhrig hat schon ein Lieblingsbild gefunden. Wir sehen zwei alte Chinesen, relativ happy, in ihrer Hütte. Armen aus, nächstes Foto. Nein, schauen Sie sich meine Fußboden an. Das ist kein normaler Fußboden in keinem normalen Haus. Schauen Sie sich mal die Wände an, die sind auch nicht normal. Und jetzt lesen Sie mal die Bildunterschrift, die neben dem Foto ist. Wir befinden uns in einem Erdhaus. Diese zwei alten Chinesen haben in einen Hügel aufgebuddelt und sich da drin ein Haus gebaut. Ja? Sie leben in einem Erdhaus. Die Tradition der Erdhäuser ist über 2000 Jahre alt. Und heutzutage blättern Leute in Architekturzeitungen, wo jemand sagt, im Grünen wohnen und ein Hügel übers Haus, im Sommer ist es wunderbar kühl und im Winter ist es kalt, jubelt, das ist die Zukunft. Das gab es, diese Zukunft, schon vor 20.000 Jahren. Und mit diesem Wissen schaut man sich solche Fotos und fast alle aus dieser Ausstellung ganz anders an. Es sind alles Bilder, nicht nur von ersten, sondern auch zweiten, dritten, vierten Blick. Und genau das macht die Fotografien so besonders, dass es eben mehr ist als nur das Bild an sich. Das trifft wohl auch auf den ersten Preis zu, wobei das Motiv allein schon äußerst beeindruckend wirkt. Wir haben es mit einer Momentaufnahme aus Venezuela zu tun, bei einer Demonstration, bei einer gewaltsamen Demonstration ist irgendwo ein Moped-Tank in die Luft geflogen, daneben hat ein junger Mann gestanden und der brennt jetzt. Das ist dieses Foto. Zum WordPress-Foto muss man sagen, das ist also keine Würfelei oder welches Foto gefällt uns denn am besten. Das WordPress-Foto wird unter Kriterien ausgewählt, wie zum Beispiel, verstehen die Leute, egal ob sie in Australien, in Magdeburg, in New York,
oder auf Ceylon dieses Bild anschauen, verstehen Sie diese Botschaft, verstehen Sie dieses Foto. Dieses Foto ist, glaube ich, aussagefähig und gemeingültig für jeden auf dieser Welt. Damit trifft es den Zeitgeist haargenau und das überaus starke Motiv tut sein Übriges. Aber nicht nur deshalb lohnt sich ein Blick auf diese Ausstellung. In Amsterdam treffen sich im April die Preisträger zu einer großen Gala und die Fotografien kann man sonst nur gegen ein entsprechend hohes Eintrittsgeld sehen. In Magdeburg sind sie kostenfrei. Außerdem gibt es auch einen abgegrenzten Bereich, den wir aus Gründen des Jugendschutzes nicht zeigen dürfen. Dort geht es meistens um Krieg und Tod, was die Fotos aber nicht weniger beeindruckend macht. Wenn Sie also die gesamte Bandbreite an Werken sehen wollen, schauen Sie im City Carré vorbei. Dort ist die World Press Fotoausstellung noch bis zum 9. Februar zu sehen.